Hallo Leute, ja, wir sind hier zu Hause und haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir ja diese Handelsplattform als letztes gemacht. Das war das. Das hat funktioniert. Da brauchen wir Schrott für, aber und das war ja jetzt nicht so prickelnd. Und was uns fehlte, war hier definitiv Ergon, was wir ja irgendwo auf war das Glazio, ich glaube ja, ne, da haben wir es wahrscheinlich dann liegen lassen. Ne? Das hat dann leider nicht geklappt. Da müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt hier mit zurande kommen. Aber ich glaube, wir fliegen dann mal. Was hatten wir geguckt? Für Schwefel wollten wir eigentlich unterwegs sein. Nach Atrox oder Kalidor war das, ne? Ich würde sagen, da bewegen wir uns jetzt mal in die Richtung. Weiß aber noch nicht, was wir zuerst. Ich schätze mal Kalidor anfliegen. Aber nach dem Logo schauen wir das uns an. So, dann müssen wir mal hier. Dingens ist schon drinne. Betreten mit F. In den Orbit schießen, ne? Machen wir dann mal. Einen Schwefel wollten wir halt haben, das war das Ziel. Und V zu den anderen Planeten schießen, ne? De Solo. Nee. Kalidor, da waren wir schon. Das ist der Wüstenplanet, glaube ich, ne? Atrox waren wir noch nicht. Helium, Methan, Stickstoff und Schwefel. Ja, sehr schwer, die Gefahren. Vielleicht sollte man nur erstmal bei Mittel bleiben und bei Kalidor. Da gibt es Gase, Wasserstoff und Schwefel. Eigentlich müssten wir natürlich nach Glacio, weil da war das Argon. Aber wir wollen ja den Schwefel jetzt auch haben, ne? Das heißt, wir fliegen mal hier hin. Da hatten wir ja auch schon eine Basis. Wenn wir die dann wiederfinden, ne? Da links ist er, oder? Landeplattform. Wenn die das war. Und so wie das aussieht. Doch, da ist es. Ich dachte schon gerade. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo der. Oh, wie hieß er noch? Ich weiß gar nicht mehr. War Frank Bartel oder so? Der hatte uns dann gesagt, dass wir hier in dieser Glaskugel irgendwie reisen können. F betreten. Jetzt bin ich da drin und jetzt? Gravitationskugel. Ich habe keinen blassen Schimmer, was man damit macht. Es passiert hier nichts auf jeden Fall. Okay, jetzt bin ich wieder raus. Und jetzt wieder drinne. Pfeiltasten funktionieren schon mal nicht. E funktioniert auch nicht. Tja, ich hoffe, der Gute hört hier noch zu oder schaut hier noch zu und kann mir sagen, was ich hier machen muss, wenn ich diese Gravitationskugel hier benutzen möchte. Weil für mich ist sie jetzt da schöner Sitz, aber mehr weiß ich jetzt gerade nicht. Achso, da ist noch eine Tür, die man vielleicht zumachen müsste, damit das funktioniert, ne? Aber wie kriegt man so eine Tür zu? Naja, normalerweise ja immer alles mit F, oder? Aber drücke ich F, bin ich raus. Eine spezialisierte Kugel, welche die Freizeit von Astronauten und anderen fühlenden Wesen hervorragend bereichert. Also nichts Besonderes, oder? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wofür die gut ist. Gut, dann springen wir da mal raus. Macht ja keinen Sinn. Gibt es hier eine Leiter runter? Nicht wirklich. Hier ist unser Sauerstoffmacher. Und da oben ist unser Lager. Machen wir den Sauerstoffmacher da rein, oder? Weiß gar nicht, ob wir den hier brauchen, aber ich glaube schon. Ne, den können wir mal hier lassen, weil den müssen wir ja sowieso ausbauen dann. So, wir wollten hier Schwefel haben. Das war das Ziel erstmal, ne? Und dafür können wir ja runterfahren. Und dann müssen wir bestimmt in den Höhlen gucken, wo der Schwefel ist, ne? Und das war ja da vorne. Dann fahren wir doch da erstmal hin. Da hat man ja so eine Bahn schon runtergebaut, ne? Schauen wir mal, wie es wird.
Ob wir hier was finden, ist die andere Frage, ne? So. Oh, wir haben gar nichts im Rucksack. Wie kommt das? Hatten wir nicht so ein Stromding auch mit? Okay, war jetzt vielleicht nicht so eine coole Idee. Aber kann ich jetzt auch nicht ändern, ne? Fahren wir trotzdem runter. Hier haben wir schon einiges ausgebaut, wie wir sehen. Ich meine, wir werden auch ganz runter schon, ne, oder? Sieht auf jeden Fall einigermaßen gut aus, ne? Hier sieht es ein bisschen schlechter aus, aber hier haben wir so einen Kanister schon zersprengt, ne? Und dann sind wir hier schon unten gewesen. Und hier sind wir, glaube ich, dann da links runter, oder? Ja, da hinten waren so komische Dinge auch. Aber irgendwie konnten wir hier noch nicht weiterfahren, ne? Springen wir ab und gucken mal gerade rum, oder? Aber wir haben, ach doch, wir haben doch was im Rucksack. Das sah gerade nur so aus. Ich hatte jetzt gedacht, wir haben das irgendwo vergessen. Okay. Hier haben wir schon ganz schön rumgewühlt, ne? Gab es hier was Besonderes? Sieht nicht danach aus, ne? Das heißt, wir müssten mal schauen, dass wir vielleicht die Plattform hier weiterziehen, erst wo wir draufstehen, ne? Dann können wir da auch mal vielleicht rüberfahren. Lass uns mal wieder einsteigen gerade. Und dann gucken wir mal, dass wir da lang fahren können. Das sieht erstmal gut aus, ne? Und hier, wir haben uns hier weiter verhalten. Gute Frage, ne? Müssen wir da hoch? Hier könnte man eine schöne Plattform andocken, ne? Komm dann. Ne, erstmal hochgehen, oder? Ja, da können wir weiterfahren dann. Und ich glaube, hier kämen wir auch weiter. Lass uns mit dem Fahrzeug weiterfahren. Okay. Betreten, ja. Da oben ist irgend so eine scheiß Pflanze, die uns wahrscheinlich gleich beschießt. Hier kommen wir nicht hoch. Hier geht's aber, okay, da kommt jetzt dieses schicke Gas. Aber da kommen wir dran vorbeigefahren. Okay, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht hier aus. Und nachher müssen wir nur zurückfinden, ne? Steigen wir gerade ab. Sieht so aus, als ob wir hier vielleicht auch schon waren. Malachit haben wir hier bestimmt schon abgebaut. Was braucht die Kapsel? Kabelstecker. Das heißt, einmal Rucksack auf und den da raus. Und dann können wir den noch da einmal anschließen. Und dann sollte der aufladen, oder? Halte zum Freischalten. Das reicht wohl dann nicht, oder was? Der mehrere Anschlüsse? Sieht nicht so aus, ne? Hier komme ich schlecht hoch. Komme ich hier hoch? Ja. Der hat aber keinen weiteren Anschluss, ne? Ja, das mit dem Strom klappt da nicht. Das ist Schutt. Das ist auch Schutt. Ausschlachten, ne? Doch, kann man ausschlachten. Kann Astropedia öffnen, kann zu Schrott recycelt werden. Ey, ich muss das mal gucken, ey. Vielleicht kann ich das da ja lesen.
Ich brauche wahrscheinlich einen größeren Schredder für die Teile, ne? Kann das sein? Ja, bestimmt, das wird sein. Mein Schredder ist nur zu klein. Kriegen wir bestimmt dann auch noch mal hin. Hier ist nur so ein Forschungsteil. Kriege ich das auf dem Anhänger? Ja. Und das klappt jetzt hier nicht, ne? Den Strom kriege ich hier nicht leider hin. Dachte ich, das wär's, aber ist es wohl nicht. Es ist nur die Frage, wo wir weiterfahren, ne? Hier haben wir Malachit. Können wir das hier noch abbauen? Na, hier ist auch noch was drin, ne? Da ist jetzt aber nichts mehr, ne? Ah, da unten zeige ich dir noch mal was an. Ich würde jetzt aber tendenziell dazu neigen, hier weiter rüber zu fahren. Auch hat er sogar aufgesammelt was. Mal da weiter dann? Ich glaube schon, oder? Aber so wirklich bringt es hier nicht weiter, oder? Da geht es irgendwie wieder raus. Also hier sind wir falsch, hier brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Das heißt, wir schauen mal nach da, oder? Aber hier sind wir schon fast hergekommen, oder? Kann das sein? Da müssen wir schauen. Eine Forschungsprobe haben wir drin. Kommen wir da hoch? Ich glaube schon, oder? Ja. Kommen wir da je wieder hoch? Wir können es ja bauen, ne? Aber schick ist was anderes. Kann ich hier rausgehen? Ja. Dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir hier unseren Weg hier so nebenher machen, oder? Hier so an der Wand lang. Dann hier ein bisschen das obere abgebaut. Dann geht das schon, ne? So, fahren wir hier lang. Sieht ganz gut aus, denke ich. Okay, dann fahren wir hier lang. Hier nebenher. Und dann hier lang. Kommen wir hier lang. Ich glaube, wir kommen hier lang. Ja, ist ein bisschen tricky hier jetzt. Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind, aber ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier sind überall diese flickernden Dinger da hinten. Hier drinnen ist ja auch was, ne? Brauchen wir Quarz? Weiß ich nicht. Was ist das? Ein Pylon, nächstes Fahrzeug rufen. Hier mitten in der unterirdischen Geschichte, ne? Ach, schon voll. Aber wir haben ja einen Anhänger dabei, ne? Können wir ja da noch was draufpacken. Aber eigentlich wollte ich Schwefel haben, ne? Das Teil könnte ich einpacken wahrscheinlich, aber das wird ein großes Päckchen werden. Und wenn es ein großes Päckchen wird, dann hat das auch wieder nichts mit mir zu tun. Das ist ein Artefakt. Ich würde jetzt das Artefakt lieber mitnehmen und das wegtun. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür es gut ist, aber diese Forschungsprobe würde ich jetzt hier liegen lassen. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir irgendwo noch Schwefel herkriegen dann, ne? Ist das da oben wahrscheinlich Malachit, ne, oder?
sieht nicht gut aus hier. Kann man weit runterfallen wahrscheinlich, ne? Was ist das denn da oben? Ach hier, das brauche ich gerade nicht. Alles Artefakte. Kann ich hier irgendwo meinen Schwefel finden? Wahrscheinlich nicht, ne? Schlimmer ist, ich weiß auch gar nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Das ist hier Dingens, wie heißt es? Laterit, naja. Jetzt müssen wir mal schnell zu unserem Auto erstmal zurück. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns dann auf dem Weg irgendwo weiter lang, ne? Um zu gucken, dass wir hier irgendwas kriegen. Aber was wir kriegen, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Hier können wir vielleicht weiterfahren. Müssen wir gucken, da hinten ist ja auch noch was. Das da, das müssen wir mal schauen. Gucken wir uns an, aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.